sofort raus ist. Das war gute Arbeit. So muss es laufen. Bin unterwegs. Layton, wie geht es dir? Ich habe immer noch Kopfschmerzen, aber nicht mehr so schlimm. Nadira meinte, sie möchte sich zu uns gesellen. Wir beide möchten dir danken, dass du Layton geholfen hast. Es ist schön, dass er einen Freund gefunden hat. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Es war mir eine Freude, dich kennengelernt zu haben, Layton. Wenigstens geht es dir so. Ich bin mir nämlich nicht sicher, dass ich mich selbst kenne. Geduld, Layton. Das wirst du schon noch schaffen. Ich helfe dir dabei. Vielleicht arbeiten wir sogar zusammen. Tessin wollte uns sehen. Sie sagte, sie würde vorbeikommen. Ach so? Gut, sie sind alle da. Streng vertrauliche Infos von Corvus sind in einem Dominion-Archiv aufgetaucht. Ich fürchte, es ist ein Maulwurf unter uns. Sind Sie sicher? Die Infos stammen aus Fort Tarsis. Ich versuche, die Quelle aufzuspüren. Sie haben sicher Verständnis dafür, dass ich Layton verdächtigen muss. Er kann es nicht gewesen sein. Freelancer, Sie haben Zeit mit ihm verbracht. Aber nicht lange genug. Wir haben uns gerade erst kennengelernt. Nun, Sie haben schon direkt mit dem Dominion gekämpft. Was sagt Ihnen Ihr Bauchgefühl? Wie sich herausgestellt hat, hat das Dominion ihn manipuliert. Ich zeige es Ihnen. Stilles Prisma. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass Sie nicht alles über mich wissen. Er hat eine zweite Persönlichkeit. Was? Eine Art Gedankenkontrolle? Die Möglichkeiten, das Dominion Verrat zu begehen, sind unbegrenzt. Layton! Du hättest es nicht wissen können, Nadira. Ich habe kostbare Informationen rausgeschickt. Also waren Sie es? Anfangs. Aber einst sagte mir jemand, dass Anstand ein Rohstoff ist, an dem es dieser Welt mangelt. Wenn keiner wächst, müssen wir ihn selbst anbauen. Ich habe diesen Ratschlag angenommen. Und Fort Tarsis war keine Zielscheibe mehr für mich, sondern wurde zu meinem Zuhause. Nicht mehr. Sie sind ein feindlicher Spion. Wir richten Spione hin. Nein, bitte. Ich weiß, dass er schuldig ist. Aber er hat sich geändert. Freelancer, das musst du doch sehen. Bedenkt man, was das Dominion mit ihm gemacht hat, ist es ein Wunder, dass er überhaupt noch steht. Ich glaube, er bereut seine Taten. Wieder besseres Wissen. Können wir den Spieß umdrehen? Ihn benutzen? Dem Dominion Falschinformationen zuspielen? Nadira, Sie werden nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sie verlassen Fort Tarsis. Die Sache ist so schon heikel genug. Das hättest du nicht tun müssen, Freelancer. Ihn hinzurichten schien falsch. Nein, ich meine, du hättest die Sache ruhen lassen können. Still bleiben. Dann wären Layton und ich noch immer zusammen. Er war ein Agent, dessen Gedanken manipuliert wurden. Er hat dem Dominion geheime Informationen zugespielt. Konntest du das nicht sehen? Ich sah einen Mann, der versucht hat, für seine Taten zu sühnen. Wenn du ihm seine Geschichte abgekauft hast. Und du hast für uns beide entschieden. Jetzt ist er nur ein Werkzeug für Tessin, was immer sie auch für ihn plant. Wenigstens wird er leben. Wird er das? Du hast ihn kennengelernt, seinen Schmerz. Du hast ihn zu demselben elenden Leben verdammt, dem er versuchte zu entkommen. Und nun ist er für immer darin gefangen. Leb wohl, Freelancer.
Und? Haben Sie ihn umgebracht? Hallo auch. Ah, Freelancer. Perfektes Timing. Das ist Sentinel Calandrin. Hi. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, wie Sie mich vor den Scar gerettet haben. Und Sentinel Darian Barr kennen Sie ja schon. Schön, Sie wiederzusehen, Freelancer. Finde ich auch. Was ist der Anlass? Das Untergangsrelikt. Leider. Sie haben es eingedämmt, aber die Scar wollen es immer noch haben. Und jetzt zeigt das Dominion ebenfalls Interesse. Das Dominion? Das ist nicht gut. Ich mache mich gleich auf den Weg. Sehr gut. Wir treffen uns am Relikt. Was? Unsere Zusammenarbeit hat meine Vorgesetzten davon überzeugt, dass die Kooperation zwischen Sentinels und Freelancern eine gute Sache ist. Und? Haben Sie Bryn schon einmal kämpfen sehen? Sie hat echt was auf dem Kasten. Ich will nicht angeben, aber ich gehöre nach wie vor zu den Sentinels mit der besten Kampfleistung. Dann werden die Scar und das Dominion gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld, Sentinels. Die anderen Sentinels und ich sind jetzt am Relikt. Bryn, Sie wirken so konzentriert. Ich weiß, dass Sie mich bislang immer nur hinter meinem Schreibtisch gesehen haben. Aber ich kenne mich auch mit einem Javelin aus. Ja, sie hat übrigens schon 8 Scar auf dem Gewissen.
Plan aus, Brent. Der Läufer im See verfügt über einen abgeschirmten Frachtraum. Ein Sentinel-Team kann das Relikt dorthin bringen. Scar sind nicht gerade für ihre Kampfkünste unter Wasser bekannt. Sobald sich das Relikt unter dem Schild befindet, kann das Dominion es nicht mehr orten. Das bringt dem Fort Zeit, eine andere Lösung zu finden. Ich habe den Marker jetzt am Läufer angebracht. Gut, aber es gibt hier Komplikationen. Das Relikt ist nicht vollständig. Es fehlen einige Fragmente. Ich vermute mal, die Scar und das Dominion haben sie sich vor unserer Ankunft unter den Nagel gerissen. Wahrscheinlich haben sie recht. Die Scar befinden sich nicht weit von ihrer Position entfernt. Ich bringe die Fragmente zurück. Da ist das Scar-Lager. Eliminieren Sie die Scar. Ich wette, dass Sie das fehlende Fragment dort finden. Schon verstanden. Stirbt zuletzt.
sehe mich mal um. Achtung!
gewesen. Ich freue mich ja so, dass wir alle so gut zusammenarbeiten. Und sie haben ihre Haustiere mitgebracht. Gemeinsam stärker? Genau das meine ich. Ich habe mit den anderen Sentinels geredet. Es gibt da so eine Sentinel-Tradition. Wenn Sie möchten, können Sie sich uns anschließen. In der Bar. Im Vor. Auf die Gefallenen anstoßen? Genau. Wir würden uns geehrt fühlen, wenn Sie dabei wären. Ich werde dort sein. Freelancer, Sie sind gekommen. Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Im Zuge der Freelancer-Sentinel-Kooperation gehen die Drinks heute Nacht auf Sentinel Bryn. Auch wenn sie immer nur ein Glas trinkt. Mäßigung, Bar. Eines Tages werden Sie das auch noch lernen. Wie läuft das jetzt ab? Wir sind nur hier, um ein bisschen zu relaxen und derer zu gedenken, die uns verlassen haben. Um sie zu feiern. Freelancer haben doch bestimmt ähnliche Rituale. Ich glaube, das gilt für die meisten Lancer. Wir stellen uns denselben Bedrohungen, kämpfen dieselben Schlachten. Vergießen dasselbe Blut. Wenn wir da rausgehen, dann machen wir das für alle. Auf die Sentinels, die vor uns kamen, und die, die nach uns folgen werden. Auf die, die das größte Opfer gebracht haben. Auf die besten Lancer, mit denen dieser Freelancer je zusammengearbeitet hat. Nicht das traditionelle Ende auf unsere Ode an die Gefallenen, aber es gefällt mir. Weiter so mit den guten Ideen, Bryn. Ich versuch's. Bevor ich's vergesse, ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Passen Sie auf sich auf, Bryn. Sie haben sich das verdient. Bleiben Sie wachsam, Freelancer. Hallo? Layton. Kennen wir uns? Schätze, du erinnerst dich nicht an mich. Tut mir leid. Freelancer, richtig? Haben wir schon mal miteinander geredet? Mein Gedächtnis ist durcheinander. Ich habe oft Kopfschmerzen. Meine Frau Nadira meinte, dass ich mehr Freunde suchen soll. Aber sie ist weg. Ich weiß nicht, warum sie mich verlassen hat.
Auch wenn du dich nicht erinnerst und es nicht verstehen kannst. Es ist so das Beste, Layton. Ich überlege die ganze Zeit, ob sie wütend war. Habe ich sie mit einer anderen Frau betrogen? Aurora? Ich weiß es nicht. Vermutlich besser so. Und wenn ich mich erinnern will? Würde dir Stilles Prisma irgendetwas sagen? Nein. Sollte es das? Anscheinend hat Tessin die Dinge verändert. Ich kenne Tessin. Sie schaut manchmal vorbei. Fragt mich um Hilfe. Ich war nämlich mal Spion. Was für Hilfe? Sie fragt mich um Rat über Corvus-Agenten und Missionen. Aha. Nun, ich bin sicher, sie setzt dich gut ein. Es hilft mir, die Zeit rumzubringen. Ein Tag geht in den nächsten über. Ich fühle mich wie ein Gefangener, doch ich kann kein Gefängnis sehen. Nadira fehlt mir. Ich weiß nicht, ob ich ohne sie weiterleben kann. Sagst du ihr das bitte, wenn du sie siehst? Sicher. Tut mir leid. Kennen wir uns? Leb wohl, Layton. Nett, dich zu sehen, Freelancer. Okay. Wer glaubt, dass der Cassian Tristiano gewachsen ist? Barkeeper? Wie wär's mit dir? Oh, gut. Ein Herausforderer. Du siehst clever genug aus. Clever genug wofür? Um meine Langeweile zu vertreiben. Cassian Tristiano, zu Diensten. Du bist der Freelancer. Ein Freelancer. Es gibt mehr als einen. Echt? Da sieht man mal, wie wenig ich weiß. Wie auch immer. Wie wär's mit einem Spiel KS? Was? Koroks Scheiße. Ich erzähl dir eine Geschichte, dann entscheidest du, ob sie wahr ist. Oder eben ein Haufen KS. Spiele sind nicht so mein Ding. Wirklich nicht? Weil es echt bescheuert ist. Mag sein, aber nein. Schade, aber ich verstehe das. Ich meine, ich bin echt aufdringlich. Ich versuche nur, nicht zu sehr an gewisse Dinge zu denken. Oh, was denn? Ich bin in den Norden gekommen, um meinen einzigen Bruder Orion zu suchen. Hab seit Wochen nichts von ihm gehört. Aber ich versuche die Hoffnung nicht zu verlieren. Glaubst du an Hoffnung? Es gibt immer Hoffnung. Ja, das sage ich mir auch immer. Hoffnung ist gut, auch wenn sie eigentlich nur ein Haufen KS ist. Warum ist dein Bruder hergekommen? Wegen der tollen Möglichkeiten? Das Problem ist, ich weiß es nicht wirklich. Aber er wird schon wieder auftauchen. Und bis dahin vertreibe ich mir die Zeit mit dummen Spielen. Hast du den Barkeeper zu deinem Bruder befragt? Der Barkeeper! Warum ist mir das nicht eingefallen? Es wäre eine sichere Sache. Ja, sicher sollte ich öfter versuchen. Nur dass sicher einem nicht immer das einbringt, was man will, oder? Stimmt. Hin und wieder muss man Risiken eingehen. Nicht wahr? Ich meine, wer sind wir denn? Sentinels? Danke für den Rat. Und nun rede ich mit dem Barkeeper. Viel Glück, Cassian. Glück. Glück ist gut.